Wir können hier nicht mehr so viel machen, ne? Können wir vielleicht noch den Topf auffüllen? Ich kann meine Sachen... Natürlich. Können wir vielleicht den Topf auch noch auffüllen hier? Ich kann auch später noch das... Natürlich, aber vielleicht will Harvey ja baden. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Naja, hier wäre es auf jeden Fall nicht so schlecht. Soll ich dich waschen, Harvey? Was? Ist etwa schon wieder Schaltjahr? Als ob du im Schaltjahr gewaschen wirst, mein Freund. Wir verlassen das Bad und betreten das Schulzimmer. Ach, hier ist das. Der Privatunterricht. Herr Hornbusch, Herr Hornbusch! Aber das sind Stimmen der Vergangenheit. Das ist der Stuhl vom alten Hornbusch. Ja, ob der alte Hornbusch noch lebt, das weiß man auch nicht so genau. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Komm, mit der ganzen Welt reden. Hallo Welt! Hörst du mich? Geh aus der Leitung, ich rede gerade mit Venus. Ach, schön. Ob der Hornbusch wohl noch lebt? Das ist eine berechtigte Frage, die wir uns auch gerade gestellt haben, liebe Edna. Ich glaube ja persönlich nicht so dran. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Nein, du warst der Star im zweiten Flashback. Ah, meine empfindlichen Ohren. Ups, sorry, kleiner Kumpel. Großes Kompliment an die Stimme von Edna übrigens. Möchte ich mal ganz kurz auch loswerden. War der nicht immer viel größer? Ich finde die Stimme übrigens auch sehr angenehm. Oh, ich bin gespannt, was passiert, wenn wir jetzt aus dem Fenster gucken, wo vorher noch Zirkus und See und Riesenrad und der schönste Sommertag des Jahres. Moment mal, da draußen ist ja nur Wald. Ja, ich dachte, jetzt sehen wir das, aber offenbar war die Kindheitserinnerung dann doch ein bisschen anders. Der Schrank. Ach ja. Huh. Können wir den benutzen, also öffnen? Nein! Ich meine, nein. Ach, Edna. Das liegt alles schon so weit zurück. Hallo? Ist da noch jemand drin? Erinnerst du dich an diesen Schrank, Harvey? Ich kann immer noch nicht glauben, was dir diese Verbrecher angetan haben. War der nicht immer viel größer? Nein, du warst immer noch viel kleiner. Darf ich kurz stören? Nein, ich bin beschäftigt. Mit der Vergänglichkeit des Seins. Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Leider 10 Jahre zu spät. Ich glaube nicht, dass sie noch jemand abholen wird. Das war mein alter Stuhl. War der nicht immer viel größer? Achso, ich wollte den Stuhl hier anschauen. Das ist der Stuhl von Alfred. Bäh. Und trotzdem vermisst du ihn und wünschtest dir, er wäre wieder hier. Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, hier in diesen Klassenraum wieder zurückzukommen, hoffe ich. Es ist ja nicht so vollständig, hundertprozentig ausgesprochen gewesen, dass dieser Privatunterricht, den Edna und Alfred haben, im Hause der Konrads stattgefunden hat. Und es ist auch ein bisschen surreal, glaube ich, einfach diese Aneinanderreihung von Erinnerungen, die wir schon mal gesehen haben, halt jetzt in diesem zerstörten Zustand nochmal wiederzusehen. Und irgendwie bringt das Ednas Lebensumständen von damals halt so eine ganz neue Note, ja, die man, glaube ich, hauptsächlich fühlen und nicht erklären kann. Ich versuche mich nur gerade über eine Erklärung rumzulavieren. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Klassenzimmer für Privatunterricht im Elternhaus? Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee. Sorry dafür. Naja, macht ja nichts. Ist ja, der Zweck heiligt die Mittel in diesem Fall, glaube ich. So, raus da und jetzt, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ednas Zimmer, glaube ich. Oh, hier sieht es richtig gut aus. Je näher wir an Ednas Kindheit kommen, desto schräger und surrealer und vermoderter und toter wird alles. Ich kann die Straße sehen.
Ist das Blaulicht da in der Ferne? Das kann sein. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Das Bild können wir nicht anschauen. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt wird alles gut. Ja, ich hoff's, Edna. Ich hoff's so sehr. Ich hoffe es für dich. Erinnerst du dich an diese Vase, Harvey? Na klar. Da haben wir immer unsere Kaugummis versteckt. Wahrscheinlich lebt die Pflanze deswegen auch noch. Ihr bekommt mich niemals! Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Ich glaube, das Zimmer haben wir schon fast gefunden. Was ist denn das für ein komischer Teppich hier unten eigentlich? Ach, Poki, was hast du hier nur getan? Das Spiel. So lustig und jetzt so deprimierend. In diesem Raum hab ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive hab ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich Lasagne gegessen. In diesem Raum hab ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Habt euch artig alles angehört. Wofür? Für 20 Euro. Schön, ich mag die Audiokommentare. Bin froh, dass die da sind. Die erinnern mich nochmal daran zu speichern, weil das ja jetzt die letzte Tür sein soll. Ich habe ein bisschen... Ich trau mich nicht. Komm, wir tun's einfach. Wir gehen jetzt durch diese Tür. Zu. Oder lassen es bleiben. Vielleicht hilft ja der Generalschlüssel. Schade, passt nicht. So ein Zufall, aber wie kriegen wir die Tür denn auf? Den stecke ich da so bestimmt. Ah, vielleicht kriegen wir die ja so auf. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Aber, also der Schlüssel passt ja auch mit ihrem Zimmer, hat's ja gesagt. Das heißt, wir könnten eventuell nochmal ganz kurz, wir gehen nochmal ganz kurz runter. So, Moment. Gehen wir nochmal kurz in den Keller. Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert. Können wir den Ofen anschmeißen? Mit dem Feuerzeug hier einfach einen Ofen? Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Ja, das scheint zu klappen. Ansehen. Der uralte Eisenofen. Zed ist richtig, Edna. Zed ist richtig. Können wir den Schlüssel in den Topf packen? Nein, so würde das gar nichts bringen. Gut, ich kann nämlich leider keine Kopie davon machen, glaube ich. Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauche doch irgendwas. Haben wir oder kriegen wir irgendwo Lehm her? Ich weiß ja nicht. Ich bin Humus. Aber das ist ja kein Lehm. Können wir die Pflanze nehmen? Ich glaube eher nicht. Die ist festgewachsen. Okay, können wir vielleicht diese Pflanze dann nehmen? Ich glaube auch eher nicht. Wo kriegen wir denn Lehm her? Wozu? Vielleicht aus dem Garten? So, gehen wir nochmal raus, wo es ein bisschen heller aussieht von hier aus gesehen, aber von hier aus wieder nicht. Können wir den Mond anzünden eigentlich? Wollen wir den Mond anzünden? Nein, Harvey. Wir sind ganz normale, geistig gesunde Durchschnittsbürger. Dr. Marcel ist derjenige, der verrückt ist. Und das werden wir beweisen. Und wenn wir es bewiesen haben? Ja, dann können wir den Mond anzünden. Yippie! Mondleuchter, armer Mann im Mond, juhu!
Okay, wir könnten also den Mond anzünden. Das ist ja schon mal schön. Aber was wir brauchen, ist natürlich Erde. 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 Randale, yippie! Benimm, das hier sind... Ich will ja nichts kaputt machen. Ich will ja nur ein bisschen Erde irgendwo wegschaufeln. Vielleicht können wir das bei den Gartenzwergen vorne machen. Ich wüsste sonst nicht, wo wir Lehm herkriegen. Zurück zur Anstalt können wir ja nicht. Briefkasten, Scherben. Der Ton ist so aber ist aus... Er vielleicht nach oh, haben wir jetzt Scherben mitgenommen? Tonscherben? Tonscherben! Aber ich weiß nicht so recht, ob wir den jetzt irgendwie einweichen können, den Ton. Ich überlege gerade vielleicht im Bottich hier, warte mal. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfreds Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Natürlich, so ein Zufall. Jetzt haben wir feuchten Ton und einen Schlüssel. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Na klar, dann nochmal durch das Kellerfenster. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir den Ton, den können wir hier reinschmeißen. Was einmal geklappt hat? So, da haben wir jetzt die Schlüsselform drin, die kann man bestimmt mit der Kneifzange rausholen. Vielleicht werde ich ja später mal Goldschmied. Wer weiß. Bestimmt sogar. Hast du jetzt das Ding wieder... Vielleicht werde ich ja... Wer weiß. Ja, aber du könntest... Ach, die Topflappen natürlich, die Topflappen. Mit der Zange könnte es auch gehen, aber die Topflappen sind's. So, die waren es ja auch schon vorher. Jetzt haben wir eine schöne Schlüsselform. Der Ton ist bereits gebrannt. Natürlich. Guck mal, Harvey. Guck mal, Harvey. Ich werde wirklich besser darin. Cool. Du könntest Safe-Knacker werden. Ja. Oder einen Schlüsseldienst aufmachen. Oder aber Safe-Knacker werden. Okay, mit dem Ding können wir jetzt den Schlüssel können wir nicht einschmelzen oder können wir den einschmelzen? Nein. Okay, das würde gar nichts bringen, sagt sie, aber wir können den Generalschlüssel bestimmt einschmelzen. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Natürlich. Der Harvey guckt sich die Sachlage mal an. Guck mal, Harvey. Ich habe den Generalschlüssel wieder in den Topf gelegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Wir haben ja eh keine andere Wahl. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Es hilft dir alles nichts, Edna. Kinder, das Gold ist fertig. Dampfender Topf. Guck mal, Harvey. Goldsuppe. Ja, besonders bekömmlich zur Morgenstund. Da hat man gerne Gold im Mund. Zähne vor allen Dingen auch. Den Spaten vergolden? Ja. Später vielleicht. Ja. Okay, kriegen wir nicht hin. Das Gold ist heiß genug. Und ich glaube auch nicht, dass ein Feuerzeug da viel helfen könnte. Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Nein, da weiß ich einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe Topfschlagen immer gehasst. Das ist eine Beschäftigung für dumme Konformistenkinder. Ich glaube, Alfred mochte Topfschlagen immer. Das passt. Okay, dann wollen wir mal das Gold in die Form bringen. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. So, dann haben wir jetzt eine schöne dampfende Form. Guck mal, Harvey. Wie war das nochmal, Harvey? Wie konnte ich das flüssige Gold abkühlen? Du hast die Moleküle einzeln abgebremst. Habe ich es nicht einfach unter kaltes Wasser gehalten? Warum fragst du mich überhaupt? Aus Prinzip. Komm, wir gehen nochmal an die Regentonne, vielleicht hilft das, ja? Dampfende Form anfassen.